und 45 Sekunden. Hier ist Berlin mit der ZDF-Hitparade. Meine Damen und Herren, und ganz, ganz herzlich willkommen auch im neuen Jahr, im Jahre 1970, zu Ihrer ZDF-Hitparade. Und ich möchte noch einmal sagen, herzlichen Dank für Ihre vielen Postkarten. Denn ohne Sie, meine Damen und Herren, wäre eine Hitparade gar nicht möglich. Schönen Dank auch für Ihre vielen netten Wünsche zum neuen Jahr, die wir hiermit ganz, ganz herzlich an Sie alle zurückgeben. Und ich möchte sagen, das war ein Gruß aus Berlin, ein Blumenstrauß. Das beweist, dass Berlin immer noch Berlin bleibt. Das für alle Kollegen hinter der Kamera. Ein Blumenstrauß, den ich anschließend verteilen werde. Aber meine Damen und Herren, nun zu der Platzierung auf dem 5. Platz durch Ihre Postkarte. Erik Silvester beim letzten Mal vorgestellt, sofort platziert. Zucker im Kaffee und Erik Silvester, 5. Platz. Und Zitrone und Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senior. Pfeffer im Salat und Musik im roten Wino, den man kann. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senior. Ich hab einmal einen Mann gekannt, der ist das Held um die Welt gerannt. Mitten im Ozean, da kam ein Haifisch an, den Finger mit seiner Hand. Er schoss den Löwen in Afrika, er ging zu Fuß um die Sahara. Ich fragte ihn hinterher, was wohl der schönste wäre, ja und da meinte er. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senior. Pfeffer im Salat und Musik im roten Wino, den man hat. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senior. La 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 la. Dankeschön, Erik Silvester. Das war Ihr 5. Platz. Und damit die Steirer Nummer 1, wenn Sie so wollen. Aber merken Sie sich am besten den Titel oder aber den Interpreten. Es geht weiter mit dem 4. Platz, meine Damen und Herren. Und da muss ich bereits, und wer tut es schon gerne als Moderator oder als Ansager, mit dem Wort leider am Anfang stehen. Ich muss nämlich sagen, leider ist er heute nicht da. Er hat nicht damit gerechnet, dass Sie, und jetzt könnte ich zigtausendmal Sie sagen, ihn nicht vergessen würden. Er landete auf dem 4. Platz. Wir haben leider nur die Platte zwar umgespielt auf Band. Das große Spiel auf dem 4. Platz und Rex Gildo, er unterschrieb bereits im Oktober einen Vertrag, sodass er heute Abend leider nicht bei uns sein kann. Rex Gildo! Wo ich auch bin, immer hab ich schöne Mädchen im Sinn. Ich lass sie an, sie schauen zurück. Habe ich Pech, so da habe ich Glück. Da kommt das große Spiel, das ich gewinnen will. Das Spiel der Liebe ist, als du und ich. Jetzt für ein Wochenend gibt es ein Happy End. Ein großes Spiel um dich. Ja, Freunde, hoffen wir, dass er auch, wenn er nicht da ist, Glück bei Ihnen hat. Ich habe hier in Berlin das Gefühl, er hat Glück. Vielleicht sehen Sie ihn wieder am 21. Februar bei der nächsten Ausgabe der ZDF-Hitparade. Nun aber zum 3. Platz und er ist leider heute Abend das letzte Mal bei uns, denn ich muss Ihnen ganz kurz Folgendes erklären. Wir haben eine ganz kleine Änderung, die aber eigentlich keine große ist. Wir haben gesagt, im letzten Jahr war es so, dass zum Beispiel im Falle Ricky Shane, der Titel, das hat die Welt noch nicht gesehen, bei uns immer wieder dabei war.
obgleich die neue Platte, Es wird ein Bettler zum König, längst auf dem Markt erschienen war. Darum haben wir gesagt, einmal vorstellen und zweimal platzieren, das sollte eigentlich genug sein, sonst blockieren wir ganz einfach den Nachfolger und das sollte bei einer so aktuellen Sendung, wie sie unsere ZDF-Hitparade ist, nicht der Fall sein. Heute Abend also leider zum letzten Mal, aber ein Riesenhit auf dem deutschen Schlagermarkt. Michael Holm und Mendocino auf dem dritten Platz. Auf der Straße nach San Fernando verstand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, die fahre jeden Tag nach Mendocino. Jeder Tür, da klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Unser dritter Platz, Mendocino und Michael Holm. Michael, leider heute Abend zum letzten Mal bei uns. Und zum Schluss ein paar Fragen an dich. Erstmal möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast einen so großen Hit gelandet. Du hast sogar die Originalfassung weit hinter dir gelassen, was selten auf dem deutschen Markt passiert. Eine Frage, du bist nicht nur Texter, du hast auch diesen Titel selber geschrieben, vom Text her, vom deutschen Text her. Für wen hast du außerdem noch geschrieben auf dem deutschen Schlagermarkt? Zum Beispiel dieses Jahr für den Howard Carpendale, Ich gebe mir selbst eine Party, bekannt geworden, oder Erik Silvester, eine ältere Platte. Die Mädchen gern vorübergehen, genau. Oder noch eine ältere Platte, Ricky Shane, vor langen Jahren, Ich sprenge alle Ketten. Michael, ich hoffe, dass du weiterhin alle Ketten der Hitparaden sprengst. Eine Frage noch, der Nachfolger von Mendocino muss vor wenigen Tagen erschienen sein. Wie heißt der? Barfuß im Regen. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann einmal wiedersehen in der ZDF-Hitparade. Toi, toi, toi. Und damit, ich hoffe, bis bald. Michael Holm, schönen Dank, das war Ihr dritter Platz, meine Damen und Herren. Und nun zum zweiten Platz Ihrer Wahl, von 0 auf 2. Heino Caramba Carajo und ein Whisky. Hey, hey, hey. Caramba Carajo, ein Whisky. Caramba Carajo, ein Gin. Verblut sagt Lorenzo Dolores. Und alles ist wieder hin. Hey, hey. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht sagt Lamento Dolores. Und alles ist wiederhin. In Rio de Janeiro, in einer glitzebreiten Hafenbar, saß ein braungebrannter Gaucho mit schwarz-braunem Haar. Und um Dolores zu vergessen, die seine Liebste war gewesen, sprach er zu Don Filippo, dem alten Spielunkenwirt. Hey, hey! Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verblut Sacramento Dolores.
Laufen war, saß ein braungewandter Gaucho mit schwarzbraunem Haar. Und er sprach amigo mio, sie war die schönste Frau in Rio. Da lachte Don Filippo, der alte Spelunken wird. Hey, hey, caramba, carajo, ein Whisky. Caramba, carajo, ein Gin. Alles ist wieder hin. Hey, hey, Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Der Blut sagt, warum ist Toto los? Und alles ist wieder hin. Und alles ist wieder hin. Olé! Olé! Das war ein oder zwei jetzt zweiter Platz und mit einer klitzekleinen Hafenbar schafft der sage und schreibe einen Riesenhit. Das beweisen Ihre Zuschriften, das beweist heute bei uns in der ZDF-Parade der zweite Platz. Uni, was ist los mit meinen Blumen? Wolltest du meine Blumen wegnehmen? Was soll das? Ah so, er braucht ein Mikro. Das kann ja passieren bei einer Live-Sendung. Er suchte das Mikrolager unter den Blumen. Sowas ist alles drin. Aber wir kommen zum ersten Platz. Und Sie alle, falls Sie die letzte Sendung noch so ein bisschen im Kopf haben sollten, überlegen jetzt, wer mag auf 1 sein? Ist es der, ist es die oder ist es die oder der? Einer kann es nur sein. Hey Little Lady und Graham Bunny, erster Platz! So geht's du vorbei an mir und hast niemals Zeit. Ich frag dich Tag aus Tag an, warum bist du so allein? Sei doch mal ehrlich, wer das nicht ehrlich macht, will ich zu sein. Hey little lady, geh nicht so stolz vorbei. Hey little lady, sonst geht mein Herz in zwei. Hey little lady, du bist doch nicht aus Stein. Sei doch mal ehrlich, wer das nicht ehrlich macht, will ich zu sein. La 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 la. Deinem roten Mund, ich hätte sie so gern geküsst. Denn ich glaube nicht, dass du noch ein Eisblock bist. Ich frag dich Tag aus Tag an, warum bist du so allein? Sei doch mal ehrlich, wär das nicht herrlich, mal verliebt zu sein. Hey little lady, geh nicht so stolz vorbei. Hey little lady, sag mir mein Herz in zwei. Hey little lady, du bist doch nicht aus Stein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Come on. La 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 la. Hey little lady, sonst geht mein Herz in Stein. Hey little lady, du bist doch nicht aus Stein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Mit dem ersten Platz, meine Damen und Herren, Ihrer ZDF-Hitparade, Graham. Graham, congratulations. Graham ist schief in der Gang. Bis zum nächsten Mal. Das war unser Spitzenreiter, Graham Bunny. Meine Damen und Herren, alles das immer noch Beifall für Ihren Spitzenreiter, denn durch Ihre Postkarte schafft er es auf den ersten Platz Ihrer Hitparade. Meine Damen und Herren, nun zu den Neuvorstellungen. Und wenn eben
Der Graham sang, sei doch mal ehrlich, wäre es nicht herrlich, dann möchte ich weiter sagen, wäre es nicht herrlich, meine Herren, hier spreche ich Sie speziell an, wenn auch unter den Ersten einmal eine Dame wäre. Leider, und ich habe es bei der letzten Sendung schon gesagt, ich habe das Gefühl, Sie sind ein kleines bisschen scheitfaul. Könnte das sein? Vergessen Sie unsere Damen nicht, wir haben heute zauberhafte Damen dabei, aber dazu kommen wir später. Wir stellen Ihnen jetzt die 9 Neuvorstellungen vor und wir haben zunächst einmal, alphabetisch wie immer, einen Sänger, den Sie alle kennen, der hatte vor ein paar Jahren einen Erfolg, der hieß Yesterday Man, dann folgte To Whom It Concerns, dann folgte ein Riesentitel, der auch in der ZDF-Hitparade dabei war, Pretty Belinda, den er im Original sang und auch komponierte. Hier nun sein neuester Titel, mit unserem Glück ist alles okay, Chris Andrews, die 6. Mit unserem Glück ist alles okay, so schrieb sie mir auf Santa Fe. Doch noch viel lieber wäre es mir, sie wäre endlich wieder hier. Mit unserem Glück ist alles okay, es glaub ich erst, wenn ich sie seh. Und warten, das fällt mir so schwer, so fahre ich ihr hinterher. Ein paar Tage, da halt ich es alleine aus. Ich den Brief von dir und fange dann zu lesen an. Mit unserem Glück ist alles okay, so schrieb sie mir auf Santa Fe. Doch auch viel lieber wäre es mir, sie wäre endlich wieder hier. Mit unserem Glück ist alles okay, doch noch viel lieber wäre es mir, sie wäre endlich wieder hier. Ein paar Tage, da halt ich jetzt alleine aus und dann auf einmal kommt die große Einsamkeit. Jeden Morgen erwache ich schon früh um mir und immer wieder nehme ich den Brief von dir und fange dann zu lesen an. Mit unserem Glück ist alles okay, so schrieb sie mir auf Santa Fe. Doch noch viel lieber wäre es mir, sie wäre endlich wieder hier. Mit unserem Glück ist alles okay, das glaub ich erst, wenn ich sie seh. Und warten, das fällt mir so schwer, doch fahre ich hier hinterher. Toll, toll, toll. Ich hoffe, dass mit seinem Glück alles okay sein wird im Jahre 1970. Chris Andrews, die Startnummer 6, der erste neue Vorschlag für heute. Und Startnummer 7 ist eine zauberhafte junge Dame, die damals beim Schlagerwettbewerb, der seinerzeit aus Wiesbaden kam, vielleicht erinnern Sie sich, der Schlagerwettbewerb im ZDF. Damals sagen sie, wenn einer dir 1000 Küsse verspricht, zähle lieber nach, meistens stimmt es nicht. In der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, besingt sie sie mit dem Titel Superboy. Start Nummer 7, Gabi Berger. Seine Augen, sein Haar und wie er lacht, seine Stimme und sein Gesicht. Mir schon auf den ersten Blick, doch leider weiß er es nicht. Superboy, Superboy, geh nicht so vorbei. Superboy.
Ich finde ein sehr schönes, einmal etwas ganz anderes. Das war die Startnummer 7, der Titel Superboy, die Interpretin Gabi Berger. Startnummer 8. Zu ihr möchte ich Folgendes sagen. Sie begann ihre Karriere auf dem deutschen Markt mit einem Titel, der hieß Junger Mann mit roten Rosen. Dann folgte im Anschluss daran zum Beispiel Der Graf von Luxemburg. Oder sie sagte, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Das war der zweite Platz beim Festival vor einem Jahr. Und ihr neuester Titel heißt, ich träume von einem rosaroten Apfelbaum. Wer könnte es anders sein als aus Dänemark? Leute, steigt mal rein! Ein rosaroter Apfelbaum im Garten meiner Träume hat goldene Früchte, die sind sogar süß. Bam, 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 bam. Ein rosaroter Apfelbaum im Garten meiner Träume ist die Geschichte aus meinem Paradies. Ich bin verliebt, wie nie im Leben. Seit Tagen weiß ich wirklich nicht mehr als nur ein. Mein armes Herz fing an zu beben. Ein Blitz aus heiteren Wolken kann nichts schlimmer sein. Und jede Nacht mache ich ein Auge zu. Schon ganz allein, allein daran bist du. Ich schwebe, weil jeder Tag für mich der siebte Himmel ist. Was auch geschieht, das ist nun so. Ja, weil du weißt, die Wirklichkeit bist du. Ein rosa-roter Apfelbaum im Garten meiner Träume hat goldene Früchte, die sind sogar süß. Bom, 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 bom. Im Garten meiner Träume ist die Geschichte aus meinem Paradies. Ist die Geschichte aus meinem Paradies. Das war sie, Dörte, mit der Startnummer 8. Ein rosa-roter Apfelbaum. Hoffen wir für Dörte, dass sie das nächste Mal im Garten der Hitparaden dabei ist mit ihrer neuesten Platte, die heute eine echte Uraufführung war. Nun aber bleiben wir in Skandinavien, von Dänemark nach Schweden. Von dort kommt eine Sängerin, die zum Beispiel einen Titel sang, den anschließend die sprichwörtlichen Spatzen vom Dach pfiffen.
nämlich Liebeskummer lohnt sich nicht. Es folgte dann zum Beispiel im letzten Jahr beim Grand Prix Eurovision de la Chanson der Titel Prima Ballerina. Dort vertrat sie die deutschen Farben. Und heute mit ihrem neuesten Titel Adiolé, Siv Malmkvist, die Neuen. Seit wir zwei uns gefunden, Adiolé, kenn ich nur pro Stunde. Ich hab im Himmel auf Erden Adiolé. Schöner kann's nicht mehr werden Adiolé. Die Welt für mich hast du und ich. Die Luft und ich, so hab ich dich. Du bist mein ABC, ein großes Einmaleins. Wie ein Mann liegt, siehst du mich an. Ich bin so gern in meinem Bann. Die Welt für mich, die Welt für mich heißt du und ich. Bis hoffentlich bald. Leo, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, und über die nächste Interpretin müsste ich ein kleines bisschen sagen. Sie ist zum Beispiel Berlinerin, und hier, wenn man ihre Karriere ein bisschen in Telegrammstil erzählen sollte, müsste man sagen, an ihrer Karriere war eigentlich nur der Bossa Nova schuld. Dann ging es weiter mit Erfolgen, wie zum Beispiel, und das war ein echter Erfolg, weil ich gerade vorhin sagte, Damen haben es wahnsinnig schwer bei uns, weil es ein bisschen arg bei Ihnen, meine Herren, im Schreiben liegt. Sie schaffte es einmal mit Guantanamera unter die ersten fünf zu kommen, nämlich auf den zweiten Platz. Sie ist gerade aus Amerika zurückgekommen. Dort hatte sie enorme Erfolge in insgesamt 8 amerikanischen Shows von Coast zu Coast. Manuela, wenn du liebst, Start Nummer 10, 1-0. Du bringst ihn zum Zug, reichst ihm die Hände, dann ist diese schöne Tat zu Ende. Bliebe er bei dir, dann wär alles gut. Thank you.
du liebst, dann gehört dir dein Herz nicht mehr. Das war die Startnummer 10, gesungen von Manuela. Aber weiter mit der Startnummer 11, und er hat bereits einige Damen namentlich besungen, nämlich Antoinette oder Gina waren zweifellos Erfolge von ihm. Neuerdings suchte er sich Caroline aus. Ray Miller, die 11. Ei, 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 wer hat dir denn das sagenhafte Küssen beigebracht? Caroline, wow, Caroline. Ei, wen hast du denn schon alles damit vor mir schwach gemacht? Caroline, ole, Caroline. Weil ich von dir noch so viel lernen kann, fang ich noch heute bei dir zu lernen an. Und wenn mich dann eine fragt, wer hat dir's Küssen beigebracht, sag ich der Biene mit keiner Miene. Die Routine hab ich von Caroline. Sie kam zum Rendezvous. Wir duzen uns ja nur. Und weil's so herrlich ist, hab ich sie gleich geküsst. Dabei geh mir die Schuhe auf, denn solch ein Dauerbrenner hat denn noch keine Raum. Wer hat dir denn das sagenhafte Küssen beigebracht? Caroline, wow, Caroline. Sag mir, hast du denn schon alles damit vor mir schwach gemacht? Caroline, Caroline. Weil ich bei dir auch so viel lernen kann, fang ich doch heute bei dir zu lernen an. Und wenn mich dann eine fragt, wer hat dir's Küssen beigebracht, sag ich der Biene mit Kennermine. Die Routine hab ich von Caroline. Ei, 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 ei. Ei, wer hat dir denn das sagenhafte Küssen beigebracht? Caroline, Caroline. Ei, wer hast du denn schon alles damit vor mir schwach gemacht? Caroline, Caroline. Weil ich bei dir so viel lernen kann, fang ich noch heute bei dir zu lernen an. Und wenn mich dann eine fragt, wer hat dir's Küssen beigebracht, sag ich dir Friede, die Kennermine. Die Routine hab ich vor. Von Caroline. Das war Ray Miller, die Startnummer 11, die Caroline. Und meine Damen und Herren, ich hätte einen guten Vorschlag für den Ray. Der nächste Mädchenname sollte zweifellos Petra heißen. Denn sie wurde von Millionen gewählt als Teenager des Jahres 1970. Petra Stemmer genannt Knippi. Ist der Beifall alles für dich? Petra, wo kommst du her? Aus Nürnberg. Wie fühlt man sich so, als man jetzt Teenager-Prinzessin ist, gewählt worden? Wie fühlt man sich da? Einfach fabelhaft. Und in Berlin fühlt man sich wie? Jans Dufte. Jans Dufte, das bin ich Dufte. Prima, alles Gute, toll, toll, toll. Schönen Dank für den Besuch. Dankeschön, Petra oder Knippi, ganz gleich, wie Sie möchten, meine Damen und Herren. Aber weiter mit der Startnummer. Da muss ich einmal nachgucken. Das ist live. Ich habe hier so einen Zettel, hier steht alles drauf. Startnummer 12 kommt jetzt, natürlich. Baby Dadamda. Ja, Herr Brands. Aber gerne. Ja, 19.22 Uhr, wir legen jetzt Tempo vor. Es geht weiter, das war eben unser Regisseur Zurück Brands. Es geht weiter mit der Startnummer 12 und das wäre Baby Dadamda. Gesungen von Peter Auerloch, komponiert von Chris Andrews. Peter Auerloch.
wunderbar, das war sie, die Startnummer 12 von Peter Orloff. Und ihr sang das letzte Mal sehr hoch im Rennen liegend, nämlich zweimal auf dem ersten Platz in ihrer ZDF-Hitparade den Titel Monika. Eben sprachen wir vom Teenager des Jahres, von der Petra. Ein Sänger hat alles das zusammengefasst mit dem Titel Die Maschen der Mädchen. Startnummer 13 und Chris Robert. Die Maschen der Mädchen aus unserem Städtchen, die kenne ich alle, ich sehe die Falle. Schau her, wie sie klimpern, mit Augen und Wimpern, sich hin und her drehen, wenn sie vor dir gehen. Die Maschen der Mädchen sind leider eine Schau, sie wollen dich fangen, das weißt du genau. Die Maschen der Mädchen sind süßer als Wein. Ich fall aber gern auf die Maschen herein. Die Bluse der Lisa, die war eine Wonne. Denn dann, wenn ich sie sah, dann sah ich die Sonne. Ihr Rock der Bamini, wie ich darauf stehe. Doch dann im Bikini, sprach sie von der Ehe. Sie wollen mich fangen, das weißt du genau. Die Maschen der Mädchen sind süßer als Wein. Ich fall aber gern auf die Maschen herein. Ihr Mund war so sexy, wenn sie damit schmollte und Tränen vergoss sie, genau was sie wollte. Vor Eifersucht schrie sie, zerriss die Gardinen, doch alles verzieh sie bei Sekt und Pralinen. Die Maschen der Mädchen sind leider eine Schau, sie wollen dich fangen, das weißt du genau. Die Maschen der Mädchen sind süßer als Wein, ich fall aber gern auf die Maschen herein. Die Maschen der Mädchen sind leider eine Schau, sie wollen mich fangen, das weißt du genau. Die Maschen der Mädchen sind süßer als Wein, ich fall aber gern auf die Maschen herein. Seien wir ehrlich, meine Herren, wer fällt nicht gerne auf die Maschen der Mädchen herein? Aber ihm möchte ich eigentlich nur eines wünschen, dem Chris, dass er das wahre macht, was sein letzter Titel vom Titel als Inhalt hatte, nämlich der große Hit. Ich hoffe, er wird es. Und last not least, der letzte Neuvorschlag für heute, Startnummer 14. Beim Schlagerwettbewerb sangen Sie den Titel, beim Schlagerwettbewerb, die Mainzelmännchen rasen jetzt bei mir. Beim Schlagerwettbewerb sangen Sie den Titel, ein Glück, dass man das Glück nicht kaufen kann. Neuer Titel von ihr, Startnummer 14, Pet Simon, ja, am Zucker, Zuckerhund. Ich fuhr einmal zum Karneval nach Rio hin. Mein Daddy sprach, hab keine Angst, mein Kind. Ich weiß, dass es dir dort bestimmt gefallen wird, weil alle Männer Kavaliere sind, ja, am Zucker, Zuckerhund. Hinterher.
für heute. Bitte einen Augenblick, sonst fährst du mich über den Haufen. Das war der letzte Neuvorschlag für heute, meine Damen und Herren, den wir Ihnen machen wollten. Ich hoffe, dass Ihr Lieblingstitel dabei war. Aber zum Schluss, und das ist meistens so, man sagt, was war denn jetzt vorne noch? Zum Schluss noch einmal alles, damit Sie ganz genau wissen, was war zum Beispiel die Startnummer 1, damit auch der erste Platz Ihrer neuesten Ausgabe im Jahre 70 der ZDF-Hitparade. Graham Bonney, erster Platz auf die Hail the Lady. Hail the Lady, hail the Lady, das geht mein Herz ins Bein. Zweiter Platz und Stand Nummer 2, Heino Caramba Carajo und ein Whisky. Caramba Carajo, ein Gin, auf dem Sacramento Dolores, und alles ist wieder. Leider zum letzten Mal bei uns, aber auf 3 platziert, 2-mal auf 1 gewesen, Mendocino und Michael Holm. Nach Mendocino. An jeder Tür klopfe ich an, doch keiner kennt mein Geld. Ich hoffe, bis bald. Es geht weiter mit der Startnummer 4 und 4. Platz, Rex Gildo, das große Spiel. Das Spiel der Liebe ist, als du und ich. Jetzt war ein Wochenend, ist das FBN. Auf dem 5. Platz und Start Nummer 5, Erik Silvester und Zucker im Café, die 5. Und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Bett sind alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Das waren die 5 Spitzenreiter. Nun die Neuvorstellungen. Und der Start Nummer 6 startet Chris Andrews mit unserem Glück ist alles okay. Doch noch viel lieber wäre es mir, sie wäre endlich wieder hier. Das war die Startnummer 6, Startnummer 7, der Superboy und Gabi Berger. Die Startnummer 7. Superboy. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn da? Geh nicht so vorbei. Gabi Berger, Start Nummer 7, Start Nummer 8 aus Dänemark, kam sie nach Berlin, Dörte, der rosa-rote Apfelbaum. Aus Schweden, ebenfalls aus Skandinavien, ebenfalls dort oben, Sief beim Quiz, Adiolé, Start Nummer 9. Kenn ich nur vor Stunden, Adiolé. Steve Malmquist. Und es geht weiter mit Manuela, Start Nummer 10, wenn du liebst. Start Nummer 10, Manuela. Wenn wir sind, wird dein Herz nicht mehr. Das war sie, die Start Nummer 10, Start Nummer 11, Caroline, gesungen von Ray Miller, die neue, die 11. Caroline, Caroline, Reime, hast du denn schon alles damit vor mir schwach gemacht? Caroline, und nach der Caroline das Baby, dann Peter und Peter. Logischerweise die Startnummer 13 und das wäre Chris Roberts, die Maschen der Mädchen, die 13. Last but not least, die Startnummer 14, Pat Simon, ja, am Zucker, Zuckerhut, die 14. Darin nehmen sich die Kavalieros gut, und wenn einer das nicht tut, und das, meine Damen und Herren, wäre es gewesen. Das waren die 14 Titel, die wir Ihnen zur Wahl stellen möchten. Wenn Sie mitspielen möchten, schreiben Sie uns bitte eine Postkarte. Und zwar an das Zweite Deutsche Fernsehen, 65 Mainz 500, Kennwort Hitparade. Noch einmal, Zweites Deutsches Fernsehen, 65 Mainz 500, Kennwort Hitparade. Und das war aus den Berliner Union-Filmstudios. Zeigen wir Ihnen die ZDF-Hitparade, Ausgabe 1, 1970, Redaktion Dieter Weber, Kamera Rudolf Jakob, Jens Jüttner, Jochen Kasten, Peter Lipschitz und Hartmut Biermann, Bildschnitt Hannelore Lipschitz, Bildtechnik Jürgen Roloff, Ton Richard Ciano, Szenenbild Joachim Tschirschenga, Produktionsleitung Eberhard Klein, Regie Trupp Brands. Das war eine Sendung des